Hallo zusammen und willkommen zum Vlog Nummer 1421. Ja, ihr seht, ich bin nicht eingeschlafen, aber eigentlich wollte ich bereits vor 16 Minuten die Schotten dicht gemacht haben. Das hat nicht so gut geklappt. Dafür habe ich noch ein Themenzettelchen zusammenbekommen. 6 Themen haben wir jetzt noch für den frühen Morgen oder sehr späten Abend vor uns, je nach Definition. Und ich werde mal versuchen, dass wir jetzt nicht noch eine Stunde zusammensitzen, weil ich muss nachher wirklich relativ früh los. Ich habe doch etwas mal wieder, ja, nicht ganz so auf den Punkt genaues Zeitgefühl, hat mich da etwas verschätzt, wie lange ich brauche für den Themenzettel. Aber da wir uns nachher erst zu späterer Stunde wiedersehen werden, ist wahrscheinlich zwischendurch den Tag über kein Flöckchen gibt, sehr wahrscheinlich. Deswegen wollte ich euch zumindest jetzt noch eine kleine Runde Abendnachrichten aufnehmen, damit alle anderen, die jetzt schon schlafen, dann Frühstücksfernsehen oder Mittagsfernsehen haben, wenn sie dann Zeit haben reinzuschauen. Legen wir auch direkt los. Im Anschluss springe ich dann mit Anlauf und einem doppelten Salto rückwärts in mein Bettchen. Aber als erstes gucken wir nochmal nach Absurdistan. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Motivation mitgebracht. Wir starten ja gerade ins Wochenende. Da ist vielleicht doch noch der ein oder andere einigermaßen wach. Falls nicht, habt ihr jetzt eine Nachtgeschichte, könnt das so im Halbschlaf euch zu Gemüte führen, was in Absurdistan schon wieder abgeht. Und zuallererst haben wir etwas. Da war ich mir gar nicht so richtig sicher, welche Nachricht wir zum Einstieg nehmen sollen. Ich habe nämlich 2 Meldungen, die eine ist nicht lustig, die andere ist durchaus unterhaltsam. Aber wir gucken uns mal die Meldung an, die nicht lustig ist, aber heute durch alle Kanäle gegeistert ist, über alle Plattformen. Ich habe es auf der Heimfahrt im Radio gehört, mehrfach. Ganz, ganz groß die Top-Schlagzeile. Berichtet hat unter anderem erstaunlicherweise wieder die Weltzeitung. Ich erkenne da allerdings ein gewisses Muster, denn die Weltzeitung berichtet zwar drüber, sogar ziemlich kritisch, plötzlich und unerwartet, aber hat auch diesen Artikel wieder mal hinter eine Paywall geschoben. Also ihr seht, immer dann, wenn es Kritik an Hampel und Co. gibt, ist der Artikel nicht nur als Meinungsartikel gekennzeichnet, das ist ja soweit völlig korrekt, sondern eben auch hinter die Paywall gesteckt. Haben wir ja vor einigen Tagen schon drüber gesprochen. Das wird leider sehr, sehr oft gemacht. Bei den Berichten, die wirklich sehr lesenswert sind. Angst und Panikmache gibt es frei Haus, aber wenn da Berichte vorkommen, die lange Zeit als Verschwörungstheorie gegolten haben, dann muss man da rein zufällig, hat natürlich nichts mit nichts zu tun, Geld für bezahlen, wenn man es sehen möchte. Ja, das schränkt die Reichweite selbstverständlich massiv ein. Ob das ein Alibi-Artikel ist, schwer zu sagen. Die Weltzeitung haut momentan am laufenden Band relativ kritische Berichte raus. Mal gucken, wie sich das in Zukunft so entwickelt. Aber schauen wir mal, was es nun mit diesem Artikel auf sich hat oder mit dem Thema, um den er sich dreht. Wie gesagt, großes Top-Thema heute in diversen Radioshows. Auch andere Medien haben was zugemacht. Ihr könnt es fast überall nachlesen. Pendlerpauschale berichtet von einem grandiosen Erfolg. Zumindest behauptet er, einen grandiosen Erfolg erzielt zu haben. Absurdistan wäre beim Klimairrsinn auf Kurs. Letztes Jahr hieß es wohl noch, dass die selbstgesetzten Klimaziele meilenweit verfehlt werden. Dieses Jahr heißt es aber plötzlich, jetzt ist Absurdistan auf Kurs. Und da hätten ja so viele böse Kritiker im Vorfeld gesagt, es ginge nur einher mit einem, oder es würde nur funktionieren mit einem Niedergang des Landes. Und jetzt hat Pendlerpauschale bewiesen, seiner Meinung nach, dass es ja auch so geht. Durch Grünlinkspolitik. Und das wäre ja ein Erfolg auf ganzer Linie. Lieber Pendlerpauschale, du hast aber schon mitbekommen, dass der Niedergang des Landes de facto längst eingesetzt hat. Und das ist der Weltzeitung aufgefallen. Während der Pendlerpauschale versucht zu erklären, wie geil doch alles ist, und das mit dem Klimagedöns, das hat oberste Priorität, währenddessen stellt man in der Weltzeitung durchaus fest, Moment, mag ja sein, dass man jetzt plötzlich die angeblichen Klimaziele einhält. De facto haben wir aber eine Deindustrialisierung. Großes Tagesthema nachher. Jedes fünfte Unternehmen, oder nicht jedes fünfte, ein Fünftel mehr Unternehmenspleiten. Das klingt jetzt alles nicht so nach der großen Erfolgsgeschichte, würde ich mal ganz vorsichtig aus dem Off anmerken wollen. Hätte man die Pendlerpauschale vielleicht mal mitteilen sollen. Und die Weltzeitung hat das auch ziemlich klar thematisiert. Sie sprechen ganz offen von einem Niedergang eben jener Industrie. Obwohl Pendlerpauschale medienwirksam proklamiert, wie toll doch seine Politik wäre. Und da sagt die Welt als Fazit, dass diese sogenannten Erfolge mit einem hohen Kollateralschaden verbunden sind. Ja, mag ja sein, dass man seine ach so geilen Emissionsziele jetzt sind am Reißbrett entworfene Grenzwerte, also das ist jetzt nicht unbedingt übermäßig sinnvoll, da kann man sicherlich mal fragen, ob denn die überhaupt irgendwo fundiert zustande gekommen sind oder ob sich da Lobbyisten zusammengesetzt haben und das ausgewürfelt haben. Aber die selbstgesetzten Grenzwerte, die werden eingehalten, eben weil das Land so schlimm dasteht. Zuzug, Unternehmenspleiten, wenn die Industrie flöten geht, naja,
Muss man, denke ich, nicht näher ausführen. Ist eigentlich logisch. Das hat man heute im Radio total verschwiegen. 105.5 Spreeradio höre ich hier meistens ganz gerne. Da hat man nur über den großen Erfolg von Pendlerpauschale berichtet. Ja, die Weltzeitung packt da eine kleine Ergänzung mit dazu und sagt, ja, mag ja sein, dass jetzt diese Grenzwerte erreicht werden sollen. Aber nur durch eben jenen Niedergang des Landes. Der längst keine Verschwörungstheorie mehr, sondern traurige Realität ist. Aber wir haben ja gelernt, ein Unternehmen, das geht ja nicht pleite, es hört ja nur auf zu produzieren. Frei nach dem Wirtschaftsministenten. Aber jetzt gucken wir uns die nächste Meldung an, die ich auch als Vlog-Einstieg oder mit der ich auch als Vlog-Einstieg geliebäugelt habe, weil die doch etwas Comedy-Potenzial bietet, auch wenn es auch an der Stelle eigentlich keine lustige Thematik ist. Wir schauen nämlich mal nach Berlinistan und zwar zur Terroristenklette. Die Dame, die nach jahrzehntelangem auf der Flucht sein, dann doch endlich dingfest gemacht werden konnte, jetzt einsitzt, ihre Kumpanen sind noch irgendwo flitzen gegangen, die suchen sie noch. Und im Zuge der Verhaftung von der Terrorklette, der mutmaßlichen Mörderin wohlgemerkt, gab es Solidaritätsbekundungen. Da sind tatsächlich Leute aufgelaufen und wollten, dass die freigesprochen wird. Warum, das konnten sie nicht argumentieren. Aber how dare you, wie kann es denn sein, dass die da dingfest gemacht wurde? Naja, mutmaßlicher Mörder? Straftat? Vielleicht deswegen? Nur so ein Einwurf aus dem Off? Eine Dame scheint sich aber nun ganz besonders zu beschweren und beklagt die Folgen ihres Engagements. Berichtet hat das Butten und Binnen. Es geht um eine Dame, die eine Demonstration organisiert hat zur Solidarität mit der Terrorklette. Diese Dame ist wohl eine Betriebsrätin einer großen Berliner Klinik und hatte bisher den Status freigestellt inne. Die wusste auch noch gar nicht, dass das so geht. Die arbeitet also theoretisch bei der Klinik. Ist aber vom Betriebsrat oder für den Betriebsrat freigestellt, arbeitet also nicht, wird aber trotzdem bezahlt. Und nun hat der 19-köpfige Betriebsrat entschieden, dass die zwar mit im Betriebsrat verweilen kann vorerst, aber sie verliert den Status freigestellt. Und jetzt ist sie offenbar wenig glücklich darüber. Denn was heißt denn das, wenn sie jetzt keine freigestellte Betriebsrätin mehr ist? Ja, die gute Dame muss wieder arbeiten gehen. Ja, kacke, ne? Nun wird sie wohl wieder in dieser Klinik mit anpacken müssen. Und deswegen beklagt man bei Butten und Binnen, dass sie nun Folgen oder Folgenkonsequenzen so irgendwie in die Richtung ging die Formulierung, dass es nun Konsequenzen gibt. Ja, okay. Da könnte auch vom Reini kommen. Oh Kacke, jetzt muss ich ja arbeiten, ne? Aha. Ja, how dare you, wie kann man denn der Dame den Freigestellt-Status entziehen? Das geht ja mal gar nicht. Und sie befürchtet, dass es vielleicht noch weitere Konsequenzen geben könnte, dass sie eventuell nicht mehr mit Patienten arbeiten dürfte. Sie arbeitet doch so gerne in diesem Klinikum. Liebe, wie auch immer du heißt, ich habe mir deinen Namen nicht aufgeschrieben, weil so relevant fand ich ihn nicht. Irgendwie widersprichst du dir etwas. Auf der einen Seite gibst du gerade an, du arbeitest gerne in dieser Klinik. Auf der anderen Seite passt es dir aber nicht, dass du deinen Freigestellt-Status verlierst und du jetzt wieder in dieser Klinik arbeiten musst. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Aber was soll man dazu großartig sagen? Sie hätte ja angeblich differenzieren können zwischen ihren Aktivitäten als Privatperson und als Betriebsrätin. Ja, der Betriebsrat hat daran offensichtlich Zweifel, ob das so gut zusammenpasst, wenn man da Solidaritätsbekundungen für gesuchter mutmaßliche Mörder organisiert. Es ist irgendwie vielleicht ein gewisser Interessenkonflikt vorhanden. Manfred hat gerade den Link reingehauen, da könnt ihr das Ganze in Ruhe nachlesen. Mit Pressefoto der Dame, wo sie ganz pikiert in die Kamera schaut, weil sie jetzt nicht mehr freigestellt ist. Ist ja ach so wichtig als Betriebsrat und da kann man sich natürlich mit den Aufgaben des gemeinen Pöbels nicht unbedingt auch noch beschäftigen, nicht wahr? Und deswegen muss man ja freigestellt sein, wenn man viel, viel relevantere Aufgaben zu erledigen hat. Ja, vielleicht hast du jetzt wieder irgendwas Sinnvolleres zu tun, als für mutmaßliche Mörder auf die Straße zu marschieren. Vielleicht kommst du auf andere Gedanken, wenn du in deinem normalen Job wieder was machen musst und eben nicht mehr freigestellt und dafür was auch immer bezahlt wirst. Aber hey, dass man sich da nun darüber aufregt, dass man nicht mehr freigestellt ist. Na, also Verzeihung. Okay. Ja, Albert, die Arbeit jagt sie, doch sie ist schneller. Vielleicht. Aber lassen wir die Dame mal in Ruhe. Vielleicht
ist sie gerade gut beschäftigt und zwar nicht mit irgendwelchen Solidaritätsbekundungen mit Terroristen, sondern damit, sich um Patienten zu kümmern. In ihrem selbst gewählten Job, muss man ja auch noch mit dazu sagen, hat sie ja keiner gezwungen, diesen Beruf zu ergreifen. Aber jetzt schauen wir uns die nächste Meldung an, die etwas unschöner ist und die von der Weltzeitung stammt. Ja, Welt habe ich momentan sehr oft auf dem Themenzettel. Es geht um eine Meldung, da haben wir vor einigen Tagen schon drüber gesprochen und da hatten wir sogar eine Eilmeldung zu, weil wir da was Positives zu berichten hatten. Nämlich, dass eins der Prestigeprojekte von der Uschi, von der EU-Uschi, gescheitert war. Oder man davon ausgegangen ist, dass es wohl scheitern wird. Problem ist nur haben sie es doch noch durchgepeitscht. Die Rede ist vom völlig irrsinnigen Lieferkettengesetz. Das, was aufgrund von mangelnder Alltagstauglichkeit praktisch vom Tisch war, das ist plötzlich und unerwartet jetzt doch wieder durchgekloppt worden. Ja, wer hätte das nur ahnen können? Und zwar wurde nun heute berichtet, dass die EU nun doch noch für den Lieferkettenirrsinn gestimmt hat, der unter anderem besagt, dass eine Firma jeden Schritt ihrer Produkte, Rohstoff oder was auch immer sie verwendet, und nicht jeden Schritt, für jeden Schritt eben jener Produkte oder Rohstoffe handeln muss. Verantwortung übernehmen muss, so rum. Ihr merkt, ich bin ein bisschen müde, aber ich hoffe, wir kriegen den roten Faden doch noch einigermaßen sauber durch das Flöckchen. Ist natürlich ziemlich irrsinnig, würde bedeuten, dass ein Handwerksunternehmen für jede Schraube, die es verwendet, jedes Werkzeug, das es verwendet, nachweisen muss, dass der Stahl aus einer Produktion kommt, die sich an sämtliche von der EU festgelegten Werte und Normen hält. Ist irrsinnig. Bei irgendjemandem, der auf Zuliefererbestandteile angewiesen ist, genau das Gleiche. Der muss nachweisen, dass seine Zulieferer aus China oder wo sie auch immer sitzen mögen, dass die sich genau an welche Vorgaben auch immer gehalten haben. Wenn sie das nicht getan haben, dann ist im Zweifel der die Produkte oder Werkzeuge oder was auch immer, Rohstoffe weiterverwendet, dann ist der im Zweifel der Angearschte, der dafür Strafen zahlen muss. Ist natürlich überhaupt nicht in dessen Einflussbereich, was irgendeine andere Firma in irgendeinem Winkel der Welt macht. Das kann so eine kleine Firma, die hierzulande sitzt oder in einem anderen EU-Land sitzt, die kann das gar nicht prüfen. Die kann da auch nicht drauf einwirken. Das funktioniert nicht. Das ist schlichtweg nicht ihr Wirkungsbereich, wo es in irgendeiner Art und Weise Zugriff drauf hat. Aber das ist der EU scheißegal. Die haben den Wahnsinn durchgepeitscht und Absurdistan hat sich heroisch enthalten. Richtig. Da hat sich die FDP nun enttäuscht gezeigt, denn dank dem Einsatz der FDP ist es zumindest etwas entschärft worden, der Wahnsinn. Aber die relevanten Punkte sind leider nach wie vor drin. Diese Haftung für die Handlung von völlig fremden Unternehmen, die haben sie nicht rausgenommen. Ist alles absolut unklar, wie das überhaupt aussehen soll. Und auch der ganze bürokratische Irrsinn, da gab es auch keine nennenswerte Abschwächung. Man hat es zwar etwas zurückgefahren, Salamitaktik. Erst was noch Schlimmeres angekündigt, dann ein bisschen was rausgenommen. Und das hat man dann durchgepeitscht, so der Klassiker. Aber ursprünglich war gefordert worden, dass das ersatzlos zu den Akten gelegt wird. Einfach mangels Praktikabilität. Und deswegen hat die FDP gesagt, dass sie ziemlich traurig ist über die Positionierung von Absurdistan. Es ist wohl angeblich so, dass eine Enthaltung mehr oder weniger die gleiche Gültigkeit wie eine Nein-Stimme hat. Aber es wäre vielleicht etwas weniger feige gewesen zu sagen, wir sind aber gegen diesen Quatsch. Das können wir nicht mittragen. Sich enthalten ist irgendwie so, wie, keine klare Meinung dazu haben wollen. Bloß keine Stellungnahme abgeben, nicht anecken wollen. Also ziemlich schwach. Naja, jetzt gucken wir uns aber die nächste Meldung an. Das nur so als kleine Ergänzung. Die EU hat diesen Wahnsinn also durchgeknallt. Wer hätte das nur ahnen können? Naja, an der Stelle sah es ja im Vorfeld wirklich so aus, dass sie daraus gelernt haben. Aus dem massiven Gegenwind. Sind ja so ziemlich alle auf die Barrikaden gegangen, die ein klein wenig von Wirtschaft verstehen. Das hat aber offenbar trotzdem nicht gereicht. Es wurde zwar leicht abgeschwächt, unter anderem eben wegen dem massiven Einsatz und der Kampagne der FDP, aber trotzdem wurde der Irrsinn verabschiedet. Gibt mittlerweile auch ganz offene Kritik an eben jenen Gesetzgebungsabläufen in der Europäischen Union. Da wurde auch im Weltartikel hinterfragt, ob das denn allzu demokratisch ist. Hat mich auch positiv überrascht, dass man da mal drüber spricht, ob da vielleicht normale Prozesse untergraben wurden. Denn eigentlich war ja bereits absehbar, dass es so in der Form nicht kommen kann. Und nur weil man da jetzt einige kleine Punkte geändert hat, hat sich vom Kern des Lieferketten-Irrsinnsgesetzes allerdings nichts Nennenswertes verändern. Also eigentlich hätte es nicht in dieser Form nicht durchgehen dürfen. Ist es aber trotzdem. Was
erwartet man schon großartig von der EU. Jetzt wollen wir uns aber das erste große Tagesthema anschauen. Das geht nämlich wieder in Richtung Wirtschaft, ist weniger schön, wird durch diesen Lieferkettenwahnsinn, der jetzt demnächst auch noch in nationales Recht umgewandelt werden muss, wohl noch weiter an Fahrt gewinnen und wurde berichtet vom absoluten Mainstream, nämlich der Tagesschau vom öffentlich-rechtlichen Dummfunk. Steht schon ziemlich klar in der Überschrift, muss ich gar nicht allzu viel zu ausführen. Die Unternehmenspleiten sind im Vergleich zum Vorjahr um 20% angestiegen. Ich wollte gerade sagen, zurückgegangen, schön wär's. Naja, das Wirtschaftswachstum ist zurückgegangen, ja. Sind also sogar mehr als 20%. Es sind 22,1% mehr Insolvenzen zu vermelden im Jahr 2023, verglichen mit 2022. In Summe sind das wohl 17.814. 17.814 Unternehmen, die zahlungsunfähig sind. Wo der ein oder andere Grünling nun sagen würde, die sind ja nicht zahlungsunfähig, die haben nur kein Geld mehr, nicht wahr? Und die gehen ja auch nicht pleite, sie hören einfach auf zu produzieren. Sie hören einfach auf, am Markt zu existieren. So kann man sich versuchen, es etwas schön zu reden. Gleichzeitig möchte uns die Tagesschau aber auch noch erzählen, dass es ja alles halb so wild ist, denn im historischen Kontext wären das ja niedrige Zahlen. Liebe Tagesschau, ihr habt als Vergleich die Finanzkrise von 2009 angeführt. Das haben die wirklich gemacht. 2009 während der Finanzkrise sind wohl 32.687 Firmen in Absurdistan pleite gegangen. Ja, es mag sein, nur liebe Tagesschau merkt das selber, da gab es eine weltweite Finanzkrise. Die gibt es jetzt aktuell nicht. Zumindest noch nicht offiziell. Kann vielleicht kommen, ist richtig. Aber uns wird doch erzählt, wir haben ein grünes Wirtschaftswunder. Und der europäischen Wirtschaft, der geht es auch gar nicht mal so extrem schlecht. Im Gegenteil, hatten wir ja im vorletzten Vlog oder im vorvorletzten Vlog drüber gesprochen. Die Wirtschaft in der EU, die ist tatsächlich relativ gut aufgestellt. Nur in Absurdistan nicht unbedingt. Die Investitionen gehen eben in andere EU-Staaten, nicht hierher. Warum wohl? Aber die Tagesschau mag uns nun verkaufen, dass es historisch betrachtet ja niedrige Insolvenzen sind, weil wir hatten ja auch schon mal in einem Jahr über 30.000 Insolvenzen. Ja, im Jahr einer weltweiten Finanzkrise. Und wenn man das dann als Referenzwert zugrunde legt, dann ist das eventuell etwas irreführend, denn aktuell gibt es eben jene nicht. Man hat möglicherweise eine Intelligenzkrise im Bundestag, das kann ja sein. Man hat eine selbstverschuldete Energiekrise, das mag ja auch sein. Wenn man seine Kraftwerke abschaltet, dann ist eben irgendwann kein Strom mehr da. Welch bahnbrechende Erkenntnis. Das sind alles Phänomene, die treten hierzulande auf, ist korrekt. Aber die sind allesamt durch politische Fehlentscheidungen herbeigeführt. Und das dann mit einer Finanzkrise zu vergleichen, also Verzeihung, liebe Tagesschau, wer soll euch diesen Murks denn glauben? Weiterhin sieht es auch für dieses Jahr nicht allzu gut aus, denn die Anzahl der beantragten Regelinsolvenzen, also so die ganz normalen Insolvenzen, die ist ebenfalls um 18,1% gestiegen. Vielleicht noch ganz spannend als Vergleichswert, 2022, bevor die Hampel so richtig losgelegt hat, sind die Insolvenzen im Vergleich zu 2021, wo der Zombie-Irrsinn abgelaufen ist, um nur 4,3% gestiegen. Hampel ist Ende 2021 gewählt worden. 2022 hat sich das dann so, gab es die ersten Auswüchse der hampelschen Politik. Das dauert ja auch eine ganze Weile, bis da die Gesetze durchgepeitscht sind, bis das wirklich in Kraft tritt. Es ist ja erst ab 2023, 2024 so wirklich relevant geworden, also spürbar im Alltag. Auch der ganze Energiemurks. 2022 also hat man eine klare Linie gesehen. Als der Hampel-Irrsinn erst angerollt ist, waren es nur 4,3% mehr Insolvenzen. Jetzt, wo die Hampel richtig sich festgebissen hat an der Macht und marodiert, als gäbe es keinen Morgen, sind wir bei 22,1% mehr Insolvenzen. Besonders prekär ist die Lage in der Gastronomie. Ja, welche Überraschung. Da sind es sogar 27% mehr Firmen, die pleite gegangen sind. Fast ein Drittel mehr. Wo kommt das wohl her? Vielleicht durch die Mehrwertsteueranhebung? Was im Vorfeld bereits prognostiziert wurde, dass das dazu führen wird, dass natürlich die Preise immer in der Gastronomie steigen und dadurch die Kunden ausbleiben. War eine Verschwörungstheorie, nicht wahr? Ja, komisch. Die Gastronomieverbände und Unternehmen, die haben Alarm geschlagen. Und offensichtlich ist genau das eingetreten. Gestiegene Betriebskosten, immer geringere Kaufkraft, die führt letztlich eben dazu, dass die Leute an nicht kausal überlebensnotwendigen
Ecken und Enden sparen. Und da zählt dann mitunter eben auch die Gastronomiebranche dazu. Man kann essen gehen, es sich gut gehen lassen mit Freunden, Verwandten, Bekannten, wenn es einem finanziell dementsprechend geht. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, ja, dann wird man wohl als erstes das Essen gehen streichen. Weil das ist nice to have. Das kann man machen, das ist sehr angenehm, aber man ist nicht darauf angewiesen, man braucht es nicht unbedingt. Da ist es dann vielleicht doch etwas relevanter, dass man bei Minusgraden im Winter die Wohnung einigermaßen heizt. Da wird man dann abwägen, Schwerpunkte setzen und gucken, muss das eine eben zugunsten des anderen dann abgesagt werden. Und das spürt die Gastronomie natürlich ganz besonders. Genauso wie, Lifestyle-Läden, wie man ja so schön sagt. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass in der Süßwarenindustrie eine massive Schieflage herrscht. Hochpreisigere Süßwarenindustrie, große Schokoladenhersteller beispielsweise Läden geschlossen haben. Oder nicht große Schokoladenhersteller, ist falsch, namhafte Süßwarenketten, die hochpreisige Produkte angeboten haben. Die haben mitunter sind insolvent gegangen. Warum? Weil die Kunden ausgeblieben sind. Warum sind die Kunden ausgeblieben? Ja, weil eine hochpreisige Schokolade vielleicht was ist, was man sich mal gönnt, wenn die Situation es erlaubt. Aber da verzichtet man im Zweifel eben drauf, wenn die Situation es nicht erlaubt. Und das spüren dann diese Geschäfte. Und in dem Fall jetzt eben auch die Gastronomiebetriebe. Das ist genau das, was angebliche Verschwörungstheoretiker von Anfang an prognostiziert haben. Aber schön, dass Pendlerpauschale uns erzählt, es gebe hier einen Erfolg mit seiner Politik. Ja, wenn der Erfolg es ist, die Wirtschaft kaputt zu machen, dann ist es erfolgreich, das stimmt. Aber es wäre dann eine merkwürdige Definition von Erfolg, oder? Gucken wir uns direkt das nächste große Tagesthema an. Das passt nämlich wundervoll mit dazu. Also wundervoll in Anführungszeichen, ist jetzt mehr so Ironie, ist nämlich kein schönes Thema, bringt uns aber nochmal zum Senilus. Über den haben wir in der Eilmeldung ja schon gesprochen, im letzten Flöckchen hatten wir ihn auch auf dem Themenzettel. Jetzt wollen wir aber noch etwas völlig anderes anschauen, was wir zwar schon einige Male im Flock besprochen haben, was aber heute noch nicht Thema war. Es geht mal wieder um den Wohnungsbau. Nachlesen könnt ihr es bei der Tagesschau, also auch hier wieder absolutes Mainstream-Portal, da glaubt auch der größte Hampelhörige und der größte Grünlings-Fan. Wird also schwierig, das als Verschwörungstheorie zu diffamieren. Senilus ist nun auf einem Festakt gewesen, nicht den Akt, was ihr jetzt denkt, er war bei einer Festivität vom Zentralverband des deutschen Baugewerbes. Und dort hat er groß angekündigt, eine Stabilisierung beim Wohnungsbau. Wo die herkommen soll, das weiß er nicht so, hat er eine Begründung für geliefert, aber die ist jetzt nicht sonderlich gehaltvoll passt besser. Denn die Stimmung im Wohnungsbau, die ist de facto so schlecht wie praktisch nie zuvor. Jedes Jahr sollen 400.000 Wohnungen gebaut werden, hat die Hampel großspurig versprochen. In der Realität kommen sie mit Ach und Krach auf 250.000, wenn überhaupt Tendenz sinkend. Warum? Naja, die Baukosten sind explodiert. Zum einen durch die Zinsentwicklung, zum anderen sind die Energiekosten durch die Decke gegangen, Materialkosten, generell Baukosten, Logistikkosten, ist halt einfach alles teurer geworden. Brauche ich euch, denke ich, nicht nochmal erzählen, haben wir schon 100-mal drüber gesprochen. Und das hat dazu geführt, dass keiner mehr baut. Dazu kommt noch eine politische Unsicherheit. Man kann also kaum irgendwo ein bisschen für die Zukunft planen, weil man nicht weiß, was für ein neuer Gedankenfurz demnächst von der Hampel erlassen wird. Ist also extrem investitionsfeindlich, das gesamte Klima. Aber jetzt möchte Senilus persönlich nicht nur Bauen unbürokratischer gestalten lassen. Ich bin gespannt drauf, ich wage es zu bezweifeln. Auf den Bürokratieabbau, der schon vor Wochen versprochen wurde, wartet die hiesige Wirtschaft nach wie vor. Nein, man sieht auch eine Stabilisierung aufgrund von angeblich sinkenden Kosten in der Baubranche und einem robusten Arbeitsmarkt. Senilus beruft sich darauf, dass ja mehr Leute als je zuvor arbeiten. Bei einer schrumpfenden Wirtschaft. Das ist irgendwie auch etwas widersprüchlich. Liegt das vielleicht daran, dass man möglicherweise mehr Leute denn je in irgendeine komische Maßnahme vom Jobcenter gesteckt hat und die aus der Statistik rausfallen? Ist das eine etwaige Begründung, die vielleicht etwas mehr Sinn ergibt als in einer prekären wirtschaftlichen Situation, wo man im letzten Jahr fast 20.000 Insolvenzen hatte, zu erzählen, würden ja mehr Leute denn je irgendwo arbeiten. Naja, das mit den angeblich sinkenden Kosten hat er auch erklärt, denn aufgrund des Rückgangs der Inflation würde ja alles wieder günstiger im Baugewerbe und überhaupt steige ja durch höhere Löhne die Kaufkraft der Leute. Senilus
Da merkt man mal wieder, du hast nicht so richtig mitbekommen, was in der realen Welt außerhalb von einem Ökosystem, wo man mit 20.000 Euro auf der Kralle nach Hause geht, was in eben jener realen Welt, in der 99% der Bevölkerung leben, was da zwecks Kaufkraft los ist. Denn mag ja sein, dass offiziell die Inflation zurückgegangen ist. Also die offizielle Inflationsberechnung, die ist ja durchaus auch kritikwürdig. Hat nämlich nicht unbedingt was mit der Lebensrealität zu tun. Das sind Modellprodukte, die da zusammengenommen werden. Und wenn da eins davon massiv sinkt, dann wirkt sich das auf die gesamte Statistik aus, obwohl das vielleicht was ist, was man im Alltag überhaupt nicht wirklich konsumiert und nur für einen kleinen Teil der Leute relevant ist. Aber schauen wir uns mal an, wie es denn in echt aussieht, was jeder am eigenen Leib ausprobieren kann und wahrscheinlich jeder von uns schon mitbekommen hat. Theoretisch geht die Inflation aktuell zurück, aber gleichzeitig haben wir dennoch eine massive Teuerung, Tendenz steigend. Und eine massive Teuerung bei angeblich steigenden Löhnen, Lohnpreisspirale. Die angeblich steigende Kaufkraft, die sehe ich nicht. Horrende Rechnungen, wo viele mitunter schon von irgendwelchen Energiekostennachzahlungen in die Insolvenz getrieben werden. Hatten wir ja einige prominente Beispiele aus Berlin besprochen, wo teilweise bis zu 50.000 Euro von den Mietern nachgezahlt werden soll. Das kann sich natürlich keine Sau leisten, das ist ja ganz klar. Wüsste nicht, ob das irgendjemand hier von uns kann, jetzt mal so eben spontan, ich bezweifle es. Also, es sieht eher danach aus, dass alles teurer wird, weil die Energiekosten explodieren, die Logistikkosten, weil CO2 irrsinn und sowas, Kraftstoffpreise, Dienstleistungspreise hängt hier auch mit dran, wird alles umgelegt auf den Endkunden. Wenn man durch den Supermarkt spaziert, seinen Wocheneinkauf anschließend bezahlt und auf den Kassenzettel schaut und den dann vergleicht mit dem, was es vor einem Jahr gekostet hat, dann wird einem auffallen, irgendwie kriege ich für das gleiche Geld jetzt nur noch einen Bruchteil der Waren vom letzten Jahr. Und was auch gerne gemacht wird, ist eine verdeckte Preiserhöhung, damit das nicht auf den ersten Blick direkt auffällt. Man ändert zwar nichts an den Preisen der Produkte, aber am Inhalt. Müsste mal drauf achten. Sachen, beispielsweise gibt es so Schnitzel, die habe ich immer sehr gern gekauft. So Jägerschnitzelpanierte gibt es beim Kaufland und beim Edeka. Da waren früher mal 5 Stück drin für, ich glaube, 2,99 Euro. Jetzt sind jetzt noch 4 Stück drin für 2,99 Euro. Komisch, nicht wahr? Und das ist eins von vielen Produkten. Gleiches ist mir beim Nudelsalat aufgefallen. Wenn ich mir Nudelsalat kaufe, mache ich immer ganz gerne. Gab es früher eine 900-Gramm-Packung. Oder zumindest eine 500-Gramm. Gab es verschiedene große Packungen. Oder eine 500-Gramm-Packung. Jetzt hat man 4 und ich glaube 300-Gramm-Packungen. Der Preis ist aber nicht nennenswert gesunken. Ein paar Cent günstiger ist es als das große Produkt, was es früher gab. Aber in Relation gesetzt, also irgendwie kriegt man im wahrsten Sinne des Wortes deutlich weniger fürs gleiche Geld. Und das ist eine Entwicklung, die zieht sich so durch. Wie also Senilus jetzt auf die Idee kommt, dass eine angebliche Entspannung in der Wohnungsbaubranche anstehen soll, das weiß wahrscheinlich auch nur Senilus selber. Vielleicht ist es auch mehr so PR, von wegen ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen, beschwichtigen, in der Werbetrommel rühren, man tut ja, was man macht, ja, man versucht sich ja zu kümmern. Ob er da wirklich dran glaubt, das steht sicherlich auf einem ganz anderen Blatt. Ich habe mir noch so als Notiz dahinter geschrieben, ja, wo wächst denn die Kaufkraft der Bevölkerung? In einem Paralleluniversum? Fragezeichen. Das hat er nämlich leider nicht konkretisiert, weil das könnte schon möglich sein. Naja, auch der Zentralverband des deutschen Baugewerbes geht zumindest ein klein wenig mit Senilus Argumentation mit. Die vermuten nämlich einen Rückgang der Baukosten für dieses Jahr in Höhe von 2%. Lieber Zentralverband des Baugewerbes, wo genau soll dieser Rückgang der Baukosten herkommen? Ich wage es zu bezweifeln. Also wirklich, ohne Ironie, ohne Sarkasmus, man prognostiziert jetzt minus 2% Kosten. Ja, wartet mal noch 2 Monate, dann schlägt man wahrscheinlich plus 2% Kosten drauf. Das ist genauso wie die Wirtschaftsprognosen. Erst geht man sehr positiv ran und sagt, ja, es wird einen Aufschwung geben. Dann korrigiert man die Höhe des Aufschwungs nach unten. Dann räumt man zähneknirschend ein, oh, wird wohl bei plus minus null rauskommen. Und dann, wenn man es nicht mehr verleugnen kann, lässt man durchblicken, oh Kacke, weder plus minus null noch ein Aufschwung. Wir haben immer wieder einen Wirtschaftsrückgang, ein negatives Vorzeichen davor. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in der Baubranche umgekehrt genauso aussieht. Da geht man ja von sinkenden Preisen aus, also will man ja ein Minus davor haben. Aber auch da könnte das Minus vor den 2% im Laufe des Jahres noch zu einem Plus werden. Wenn die Hampel so weitermacht, der CO2-Irrsinn soll ja noch teurer werden,
Strom wird sicherlich auch nicht günstiger, wenn man nach wie vor keine soliden planbaren Kraftwerke hat. Ist also völlig absehbar, dass es mit der Entwicklung eher noch weitergehen wird. Aber schön, dass man sich nun dafür beweihräuchert, dass man ja versuchen will, da das, die Bürokratie abzubauen, und überhaupt erholt sich ja der Wohnungsbau. Also die Zahl der Baugenehmigungen ist auf dem niedrigsten Stand seit 2012. Ich sehe da ganz klar eine Erholung. Also absolut. Überall sprießen die Großbaustellen aus dem Boden. Ja, tatsächlich tun sie, aber der Signa-Konzern mit diversen Großbaustellen, der ist blöderweise pleite. Was also aus diesen Industrieruinen werden soll, das werden wir erst noch sehen. Ja, Werner, same. Meine Aussprache ist eine Katastrophe. Aber ja, das ist das Dinner for One, exakt. Damit haben wir alles, was auf dem TMZ... Nee, haben wir nicht. Wir müssen noch kurz zum Lügel schauen. Eine Meldung haben wir noch, aber danach springen wir dann ins Bett. Also jeder in seins, hoffe ich doch für euch. Möchte nicht, dass jetzt 345 Leute ins gleiche Bett springen müssen. Das könnte etwas eng werden. Deswegen gucken wir uns noch schnell die letzte Meldung an vom Lügel, die sich damit beschäftigt, die Frage aufwirft, das meinen die ernst, warum Bahnfahren warum Bahnfahren künftig deutlich teurer werden dürfte. Lieber Lügel, meint ihr das ernst? Warum dürfte Bahnfahren denn künftig deutlich teurer werden? Frage für einen Freund. Da ist er. Hochinteressiert an der Thematik. Liegt das vielleicht daran, dass der Konzern pleite ist? Ja, in der Tat. Genau daran liegt's. Und was hat's damit auf sich? Bis 2030 fehlen wohl 60 Milliarden Euro in der Kasse. Kennen wir irgendwoher. Und zwar für die Infrastruktur. Man hat sich da wahnsinnig viel vorgenommen, um da zu modernisieren und auszubauen und das Angebot zu erweitern und was man nicht alles wollte. Problem ist, man hat damit Geld gerechnet, ähnlich wie die Hampel, was offenbar doch nicht zur Verfügung steht. 60 Milliarden weniger bis 2030 vorhanden, als man zur Berechnung verwendet hat. Ja, das konnte ja niemand vorher wissen, genau drum hör. Also wirklich, das ist absolut vom Himmel gefallen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie soll denn die Infrastruktur nun finanziert werden? Man will ja auch so viel bauen. Und da hat die Sparte der Bahn, die sich mit der Infrastrukturentwicklung beschäftigt, auch schon eine Lösung für. Die werden wohl höhere Nutzungsentgelte für Schienen und Bahnhöfe verlangen. Ist interessant, die Bahn zahlt an die Bahn Netzungsentgelt für die eigenen Schienen. Aber gut, offensichtlich tun sie das. Das wird wohl wiederum dazu führen, dass besonders im Fernverkehr die Preise explodieren. Erinnert ihr euch an eine Thematik, die wir in der letzten Woche unter anderem besprochen haben? Da ging es nämlich darum, dass es etwas logisch ist, dass ein Konzern, der rote Zahlen schreibt, nicht ohne Ende Geld aus dem Fenster knallen kann. Und zwar bezogen auf die Forderung von irgendeiner GDL, die mehr Geld für weniger Arbeit möchten. Und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass die Forderungen eben etwas realitätsfremd sind, wenn kein Geld da ist. Sicher kann man darüber reden, warum dann der Bahnvorstand einen Bonus ausgezahlt bekommt. Das hätte man sich kneifen können, das ist völlig richtig. Aber trotzdem hat der Konzern entsprechend keine Finanzmittel. Sollte man von Seiten der Gewerkschaft mitbekommen haben. Trotzdem wollen sie auf Biegen und Brechen ihre Forderungen durchdrücken. Und der geneigte Mitdenker ist da vielleicht schon auf die Idee gekommen, wenn die Gewerkschaft auf Biegen und Brechen ihre Forderung durchdrücken will, ansonsten mit einer Drangsalierung von Fahrgästen droht, dann wird das wohl zu steigenden Kosten für den Konzern führen. Ja, welche Überraschung. Wenn man den Leuten mehr Geld zahlen muss, hat man höhere Ausgaben. Und was muss man als Unternehmen, das nicht aufhören möchte zu existieren, um den Wirtschaftsminister zu zitieren, aufhören möchte zu produzieren, in dem Fall zu dienstleisten, weil es ja auch Dienstleistungsunternehmen, was muss man als Unternehmen dann also tun? Naja, die Einnahmenseite auch erhöhen. Und wie kann man das machen? Ja, zum einen über mehr Quantität, also mehr Fahrgäste, wird schwierig, die fallen nämlich nicht vom Himmel. Zum anderen über höhere Preise. Ihr merkt, Spirale dreht sich, die Lohnpreisspirale mal wieder. Die Gewerkschaft quäkt, sie will mehr Geld. Konzern hat das Geld aber nicht, also muss Konzern das Geld irgendwo auftreiben. Und das ist gar nicht so einfach. Im Zweifel macht man es dann über die Nutzungsentgelte für irgendwelche Gleise oder Gleisanlagen oder Bahnhöfe. Man kann die Ticketpreise auch einfach ganz direkt ohne Zwischenschritt anziehen. Gibt es verschiedene Szenarien.
Aber es wird unterm Strich darauf hinauslaufen, dass mehr eingenommen werden muss, um die höheren Kosten abfangen zu können. Jo, wer hätte das nur ahnen können, nicht wahr? Plötzlich und unerwartet wird das Bahnfahren mal wieder teurer. Alles nur Verschwörungstheorie. Also Verschwörungstheorie. Also es ist doch echt immer wieder zum... Fremdschämen ist falsch. Es ist immer wieder abstrus. Erst wird gefordert, dass die Bahn mehr Geld ausgeben soll. Und dann wird sich gewundert, warum steigen denn jetzt aber die Ticketpreise? Ja. Weil ein Unternehmen, das rote Zahlen schreibt, nicht überleben kann. Ein Unternehmen muss wenigstens plus minus null haben. Besser schwarze Zahlen. Deutlich besser schwarze Zahlen. Hat aber die Bahn beides nicht. Ja, Papillon, so viel zur höheren Kaufkraft vom Herrn Senilus. Exakt. Vielleicht sollte man ihm mal mitteilen, dass er unter anderem in der Tagesschau nachlesen kann. Es ist doch ein paar neuer Piloten geprüftes Medium, also da stehen die Hampelgläubigen drauf. Das ist eben doch, nee, das war jetzt die wirtschaftliche Lage. Das mit der Bahn, das kann er nachlesen im Lügel. Aber ist ja auch so ein relativ regierungsnahes, regierungshöriges Medium. Vielleicht sollte man dem Senilus mal mitteilen, dass er in diesem Lügelbericht das mit der Lohnpreisspirale relativ gut nachvollziehen kann. Denn wenn die Ausgaben des Konzerns, ob nun Bahn oder was auch immer, wenn die Ausgaben steigen, dann muss die Einnahmenseite genauso mit nachjustiert werden. Aber das soll es jetzt doch erstmal gewesen sein. Sind wir wieder über eine halbe Stunde unterwegs gewesen durch die Abendnachrichten. Und jetzt springe ich ganz, ganz flott in mein Bett. Ich muss nämlich wirklich in gar nicht allzu langer Zeit wieder raushüpfen aus meinem Bett. Und dann sind wir den ganzen Tag unterwegs und erst am wahrscheinlich späteren Abend wieder zu Hause. Heißt also, es wird kein Nachmittagsfernsehen geben, habe ich ja schon angekündigt. Gibt sicherlich, sobald ich zu Hause bin, eine kleine Eilmeldung. Ich habe nämlich unterwegs auf der Fahrt eine ganze Weile Zeit, um Radio zu hören. Wir müssen ein ganzes Stück hinfahren zum Veranstaltungsort, hin und wieder zurück. Da stolpere ich bestimmt über Themen. Und dann, wenn ich wieder zu Hause hier eingeritten bin im Studio, dann machen wir eine kleine Meldung. Und im Anschluss versuche ich, einen Themenzettel voll zu bekommen, damit wir dann noch einen kleinen Kernsende-Vlog hinkriegen, wenn ich nicht zu extrem müde bin. Aber Sonntag sieht es ganz ähnlich aus. Da habe ich mich auch wieder ein Event. Ersten Lehrgang und an... Also wir haben einen Turniertrainingslehrgang und danach haben wir nachmittags noch reguläres Training bei uns zu Hause. Bedeutet, da bin ich genauso früh unterwegs und ebenfalls erst spät zu Hause. Es ist ein relativ dicht vollgepacktes Wochenende und da besteht auch die Gefahr, dass ich eventuell morgen Abend einschlafen könnte. Ich hoffe übermorgen nicht, aber angedacht ist, dass wir uns morgen trotzdem live sehen, wenn auch sicherlich keine 2 Stunden am Stück. Mehr so ein kleines Flöckchen. Wo ich hin muss? Puh, scheiße, wie heißt denn das? Nordosten von Berlin. Muss ich auf die Karte gucken. Das ist, wenn man Richtung, wo der Krämer da oben ist, in die Richtung ist das. Na, ich bin nicht der Fahrer. Ich fahre nur mit. Ich fahre nur bis zum Stall und dann fahren wir mit dem Pferdetransporter weiter. Solange unser Fahrer weiß, wo es hingeht, ist alles gut. Aber wir fahren eine ganze Weile bis dahin. Übermorgen am Sonntag fahren wir nicht ganz so weit, aber müssen trotzdem früh los, weil wir zweimal fahren müssen, weil wir drei Pferde nehmen wir nur mit, weil eins darf ich noch nicht satteln, leider. Aber müssen wir eben zweimal fahren, heißt, da müssen wir auch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber jetzt wisst ihr erstmal Bescheid. Schlaft alle gut, sollte ich eingeschlafen sein. Merkt ihr das? Zumindest eine Eilmeldung sollte es aber geben, bevor ich irgendwas anderes mache, nachdem ich dann nachher nach Hause gekommen bin. Vielleicht schlafe ich auf dem Stuhl ein, aber ich rechne erstmal noch nicht damit. So, bis dann. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das kleine Nachtfernsehen. Ja, hier oben geht's aus.